Soho, Offroad von Spanien nach Andorra. Jeder kennt bestimmt die Piste. Die geht über das Dorf Tor. Offroad, wie wir es mögen, nach Andorra. Über eine kleine Nebenstraße und einen Pass. Ich glaube, über 2000 Meter sogar hoch. Ist wirklich sehr rumpelig, die Strecke. Macht aber Spaß. Ist breit genug. Wir mussten so ein, zwei Mal bisher zurücksetzen an ein paar Spitzkehren. Aber so im Ganzen geht es eigentlich. Bisher, wir sind auch fast da. Jetzt machen wir mal kurz eine Mittagspause. Und mit der Aussicht hier kann man sich das schon mal gefallen lassen. Vielleicht erinnert ihr euch an dieses Stück Strecke vom letzten Video noch. Da haben wir was von Polizei erzählt. Das liegt daran, dass das ja immer noch eine Schmugglerstrecke ist und dementsprechend war ganz zu Beginn der Strecke natürlich auch Polizei präsent. Aber jetzt steigen wir dann auch endlich mal richtig ein. Our love will never change, stays the same. It all feels brand new, but we know the truth. The choices that we make, it makes me and you. Here we go. So, eine kurze Unsicherheit, ob wir da links über die Brücke müssen oder nicht. Sah auch nicht ganz so toll aus. Wir mussten dann auch nicht darüber, das ist quasi ein Rundweg, wo man wieder zurückfahren könnte, wenn man das wollte. We can have it all, what is it all? This money make us rise, make us fall. We living on a dream, we're living free. We're all behind the scenes. Wettermäßig haben wir auch sehr viel Glück gerade, dass wir auch noch ein bisschen was sehen können und vor allem, dass es nicht regnet oder schneit, weil mit Regen ist hier auf jeden Fall Allrad angesagt und auch ohne macht das schon Sinn. Falls sich der eine oder andere dafür interessiert, mit dem LKW diese Strecke zu fahren, die ist ja relativ bekannt, aber eben eigentlich nur mit kleineren Autos. Das geht auch mit dem LKW. Ich würde empfehlen, so bis höchstens 8,50 Meter Länge und nicht höher als 3,80. Also wir sind 3,50 hoch und das ist eigentlich gerade zu Beginn schon zu sehr, sehr eng gewesen. Da sind sehr, sehr tief hängende Bäume und Äste. Die müsste man dann vielleicht unter Umständen wegschneiden. Also 3,80 mehr nicht, weil dann auch Felsvorsprünge kommen und so weiter und ja. Genau, das erstmal dazu. Das Niemandsland in Mauretanien. Da wollen wir gleich rüber rumpeln, aber ich will nicht dabei sein. Ich gucke mir das von draußen an. Here we go again. Here we go again. Here we go again. Here we go again. Here we go again, here we go again, here we go again.
zurück. So, der Rest der Fahrt führte dann über den Asphalt schon wieder die Passstraße nach Andorra runter. Das haben wir nicht weiter gefilmt. Wir sind dann mittlerweile auch schon in Andorra drin. Dort haben wir aber auch nur 2 Tage verbracht. Einmal vollgetankt, was man halt so macht, und sind dann schnell wieder raus, weil das uns überhaupt nicht gefallen hat. Und im Anschluss ging es dann direkt auch schon weiter nach Frankreich. Can't get this off my mind. Does it only control you? Let me in, I'll help you out.